Ja, die Frage nochmal, warum, sage ich immer, da kommt locker das Doppelte und mehr raus. Einfach, wie gesagt, weil hier der erste Euro bereits verzinst wird und mit einem tendenziell höheren Zins. Arbeitgeber, die sagen, ich zahle meinen Mitarbeitern das nicht auf einmal als Kapitalabfindung mit 65 oder 67, sondern ich zahle es ihm sukzessive in Renten. Da geht man her und wählt dann natürlich auch Rentenfaktoren, die ein bisschen näher an der Realität sind, als die, die Versicherer verwenden. Ich glaube, vor 3 Wochen war es im Handelsblatt, Allianz hat gesagt, sie rechnen mit einer durchschnittlichen Lebenserwartung von 102 Jahren. Durchschnittliche Lebenserwartung von 102 Jahren heißt, wenn einer mal mit 92 stirbt, braucht man schon einen, der 112 wird. Und es gibt auch manche, die sterben mit 82 schon, da brauche ich dann wieder einen, der 122 wird. Da sehen Sie also auch, welche Gewinne da erwirtschaftet werden mit den langen Lebenserwartungen. Wir rechnen hier mit realistischeren Faktoren, die aber der Unternehmer mit uns abspricht. Also wenn er sagt, ich habe meine Mitarbeiter besonders gut gepflegt, meine Mitarbeiter werden auch alle 100, dann kann man das in der Berechnung berücksichtigen und die Rentenfaktoren dementsprechend so wählen. Wenn er sagt, meine Mitarbeiter, die werden vermutlich genauso alt wie der Durchschnitt der Bevölkerung in Deutschland, dann berücksichtigt man halt in Durchsicht den Durchschnitt der Bevölkerung in Deutschland und das ist das, was 98% oder 99% unserer Trägerunternehmen so machen. Also wie gesagt, beides ist gestaltbar. Wenn Sie sagen, 2,5% ist mir zu viel, dann machen Sie nur 2 oder 1,75. Wenn Sie sagen, der Rentenfaktor, der ist mir zu gering, dann nehmen wir einen höheren, dass einfach die Lebenserwartung genauso wie die Versicherer aufs 102. Lebensjahr angesetzt wird. Die Frage der Ausfinanzierung, das wird auch immer gesagt, gerade Versicherer bringen oft das Argument, man kann das Ganze nicht ausfinanzieren, ist eigentlich so nicht richtig. Ich habe hier mal einen 30-jährigen Mitarbeiter, wenn ich hier sage, bis zum 67. Lebensjahr kann ich hier sogar 160% ausfinanzieren, 160% steuerlich verarbeiten, wenn ich das möchte, wenn ich es so laufen lasse. Beim 37-jährigen Mitarbeiter kann ich auch noch locker 100% ausfinanzieren. Nur bei einem älteren Mitarbeiter, sage ich mal, jenseits der 50, da geht es steuerlich nicht mehr, da kann ich halt nur einen Teil ausfinanzieren und den Rest erst zum Rentenbeginn. Aber wenn Sie ein durchschnittliches Kollektiv haben mit irgendwo 40, 45 Jahren Lebenserwartung, kann man das komplett und vollständig ausfinanzieren, während der Zeit ganz normal steuerlich verarbeiten, während der Anwartschaftszeit. Und zum Schluss nochmal die Einsatzmöglichkeiten und auch Zahlenwerk, wo kann ich es einsetzen? In der Entgeltumwandlung, das ist so die klassische Form. Unternehmer setzen das auch ein als alternative Form der Mitarbeiterbeteiligung. Mitarbeiterbeteiligung hat ja zum Sinn, dass Gelder der Mitarbeiter brutto wie netto vor Steuern und vor Sozialaufwand im Unternehmen verbleibt. Der Nachteil der Mitarbeiterbeteiligung ist immer, dass die Mitarbeiterbeteiligung keinen Insolvenzschutz hat und kennt. Drum, wer Unternehmen kennt mit Mitarbeiterbeteiligung, wenn sie merken, dann machen nie Mitarbeiter mit, dann machen ein paar Leitende mit, dann machen Führungskräfte mit, weil sie die nicht Nein sagen, trauen. Aber wenn sie heute zu einem Mitarbeiter sagen, lieber Mitarbeiter, lass einmal Geld in meinem Unternehmen, wenn ich pleite bin, ist es weg. Wenn ich Verluste mache, partizipiere es dann in Verlusten auch, aber wenn wir Gewinne machen, bist du auch bei den Gewinnen dabei, dann sagen die Mitarbeiter, du, das mache ich nicht, ich will ja kein Totalverlustrisiko haben durch Insolvenz, weil ich als kleiner Mitarbeiter kann die Insolvenz auch nicht abwenden oder beeinflussen. BAV statt Gehaltserhöhung ist eine interessante Geschichte, genauso mischfinanzierte Systeme. Das ist eigentlich unser ganz großer Klassiker, was wir überwiegend machen. Unsere Entgeltumwandlung, ja okay, das ist das, das unspektakulär, da lassen Sie einfach das Geld im Unternehmen, sagen dem Mitarbeiter 2,5% zu und da müssen Sie einfach am Ende vom Tag auch die 2,5% erwirtschaften. Das können Sie machen wie die Versicherungen, Sie können auch in Staatsanleihen anlegen, Sie können auch in griechischen und da streuen, das ist kein Geheimnis. Die Versicherer erwirtschaften ja auch 4 oder 4,5%, für die Sie als Unternehmer haften, durch Staatsanleihen, das können Sie selbst auch. Da können Sie das ganz normal in Staatsanleihen investieren oder in andere Anleihen und haben halt einen kleinen Vorteil aus der Differenz zwischen zugesagter und erreichter Verzinsung. Aber Sie haben halt den großen Vorteil, auch das
mit alternativen Anlagen, mit Realwerten, mit Sachwerten, also mit Dingen jenseits von Papiergeld aufzubauen. Interessant ist das Thema BAV statt Gehaltserhöhung. Und das ist auch keine Erfindung von uns, haben wir bei vielen Unternehmen schon gemacht, machen nicht nur wir. Schauen Sie den Insolvenzverwalter an von Müllerbrot, da können Sie es in der Zeitung nachlesen. Der hat jetzt eins gemacht, der hat die Gehälter um 6% reduziert, zwangsweise. Und die Mitarbeiter bekommen dafür eine betriebliche Alterswerbung in 20, 30 Jahren, je nachdem wie sie alt sind. Er hat jetzt die Liquidität, er hat jetzt die finanziellen Mittel im Unternehmen, kann mit dem arbeiten, kann mit dem wieder Aufbauarbeit machen und in 20, 30 Jahren muss er seine Mitarbeiter finanzieren. Und die Mitarbeiter, auch die Gewerkschaften machen das mit. Wir haben uns gerade auch hier in Nordrhein-Westfalen ein relativ großes Unternehmen mit 900 und mit 1400 Mitarbeitern, die Gewerkschaften ganz stark natürlich drin. Und das System war auch bei den Gewerkschaften überhaupt kein Thema, weil sie einfach gesehen haben, dem Mitarbeiter kann nie irgendwas passieren, für Mitarbeiter kein Vorteil. Das Unternehmen gesichert und dem Mitarbeiter eine deutlich höhere Verzinsung und Versorgung. Wir haben hier ein Unternehmen gehabt mit 20 Mitarbeitern, Durchschnittsalter war 35 Jahre. Der Arbeitgeber hat gesagt, pass auf, ich möchte Mitarbeitern eigentlich 84 Euro Gehaltserhöhung pro Monat geben, aber am liebsten nicht als Gehaltserhöhung, rechnet es bitte um als Versorgungsleistung. Rechnet man das bitte in Renten um und verzinst die 84 Euro mit 3,5%, das war denseit Vorgabe. Wir haben das dann gemacht und haben dann Renten ausgerechnet von 300 bis 800 Euro pro Monat. Wenn Sie es jetzt in Kapitalabfindung umrechnen, müssen Sie einfach die Rente 300 mal 12 und dann mit 10-fachen werden die Renten üblicherweise abgefunden. Also mit der 10-fachen Jahresrente finden wir das ab. Und wenn Sie rein das aus Mitarbeitersicht vorstellen, 84 Euro Gehaltserhöhung pro Monat sind für Mitarbeiter ungefähr 45 Euro netto. Bildlich gesprochen, 45 Euro netto sind 9 Schachteln Zigaretten. Das ist das, was der Mitarbeiter monatlich hat an Gehaltserhöhung. Auf der anderen Seite hat er Versorgungsleistung, wo draufsteht, 300 oder 800 Euro, je nachdem, wie alt er ist. Also die Wertigkeit, auch die psychologische Wertigkeit für Mitarbeiter und die Zufriedenheit in der Vergütung, die ist bei einer Versorgungszusage zwischen 300 und 800 Euro wesentlich größer als bei einer Gehaltserhöhung von 45 Euro netto, weil er weiß, da habe ich einen großen Teil meiner Versorgung bereits gedeckt, da habe ich einen großen Teil meiner Versorgungslücke geschlossen. Und wenn wir sowas rechnen, das entscheidet der Unternehmer ins Blaue, sondern aufgrund von detaillierten Gutachten und Konzeptionsberechnungen, dann berechnen wir so ein Gutachten immer Worst Case. Das heißt, wir berechnen immer ohne Fluktuation. Wir tun so, wie wir den Unternehmer, ihre Mitarbeiter immer bei ihnen bleiben, bis sie 65, 67 Jahre alt sind. Wir rechnen auch so, dass das Versorgungswerk sofort ausstirbt, dass sie das nicht fortführen. Weil wenn Mitarbeiter fluktuieren oder sie ihr Versorgungswerk fortführen, dann rechnet es immer besser, dann läuft es immer schöner. Schlimm ist nur, wenn sie das Ganze sofort schließen. Am schlechtesten rechnet es sich, wenn überhaupt kein Mitarbeiter ausscheidet und kein Mitarbeiter fluktuiert. Und wir rechnen immer mit einer Lebenserwartung von 86 Jahren und wir ersetzen keinen ausgeschiedenen Mitarbeiter durch einen Jungen. All das wird sich das Ganze besser rechnen. Und wir haben dann hier einfach die positive Liquidität bei diesen 20-Mann-Unternehmen gehabt, der betrieblich Alterssorgen statt Gehaltserhöhung gemacht hat von in den ersten gut 9 Jahren von 223.000 Euro. Immer positive Liquidität. Bis auf das erste Jahr. Und woran liegt das? Das liegt einfach daran, dass es im November eingerichtet worden ist. Dann hat es praktisch nur 2 Monate Gehaltserhöhungsersparnis gegeben. Aber die Einrichtungskosten, die sind im November schon abgerechnet worden. Und darum hat es in der Situation im ersten Jahr mit 3.000 Euro eine negative Liquidität gegeben. Wenn es einer im August, Juli, September macht, gibt es immer eine positive Liquidität auch im ersten Jahr. Das war halt hier die Besonderheit. Und so ähnlich wird es auch bei Entgeltumwandlung ausschauen, wenn Ihre Mitarbeiter auf rund 80 Euro verzichten. 20 Mitarbeiter hätten es im Prinzip die gleichen Zahlen. Der hat die Zusage mit 3,5% gemacht. Er hat gesagt, wenn ich in meinem Unternehmen 4,5% erwirtschaften kann, wir haben das dann hochgerechnet, wenn dann alle verbleiben
und alle mit 86 einheitlich versterben, wird dem noch 2,9 Millionen fast übrig bleiben, nachdem alle Kosten, alle Gebühren, PSV, alles was irgendwo anfällt, aus den 84 Euro heraus bezahlt worden sind, würde das hinten übrig bleiben. Für mich ist weniger die Zahl interessant, ob da 0 übrig bleibt oder 2,9 Millionen oder 1,5 Millionen. Für mich ist eigentlich interessanter die 223.000 Euro, die da hier über einen Zeitraum von 9 Jahren bleiben, weil das ist der Zeitraum, den kann ich überblicken und der ist für einen Mittelständler mit 20 Mitarbeitern durchaus wert, weil der hat vielleicht 150.000, 200.000 Kontokorrent, den hätte er hier relativ schnell entschuldet. Ja, und der Klassiker, das ist die Mischfinanzierung, das ist das, was wir überwiegend machen. Die Mitarbeiter verzichten auf ein bestimmtes Entgelt und der Arbeitgeber sagt, ich gebe dir einen Zuschuss drauf. Da haben wir hier 25 Mitarbeiterunternehmen gehabt, einer hat nicht mitgemacht, die waren im Durchschnitt 38,58 Jahre alt. Der Arbeitgeber hat gesagt, berechnet die Zusage bitte mit 3,25% Zins und ich gebe 100% Arbeitgeberzuschuss obendrauf. Da waren die ältesten Mitarbeiter schon teilweise über 60 Jahre, die da mitgemacht haben. Und wir haben auch hier zum Beispiel ab dem ersten Jahr positive Liquidität gehabt und hier über 10 Jahre eine Liquidität von 367.000 Euro, die sich der Unternehmer hier aufgebaut hat, die es natürlich noch weiter aufbaut. In der Regel ist es so, nach 20, 25 Jahren, wenn der Unternehmer das Versorgungswerk aussterben lässt, da kippt es um. Dann kommt es dann auch zu Liquiditätsabflüssen. Wenn er es weitermacht und neue Mitarbeiter einstellt und alte ersetzt, zieht sich das natürlich wesentlich länger hin, die positive Liquidität, die sich aufbaut.